die Deutsche Raumfahrtausstellung in Murkenröde-Rautenkranz. Das ist hier eine ganz besondere Ausstellung. Ich bin im sächsischen Vogtland und das ist nicht nur der Geburtsort von Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im All, sondern hier hat man eine ganz tolle Ausstellung konzipiert mit ganz viel Leidenschaft, auch im Ehrenamt, und stellt alles aus, was rund um die Raumfahrt ist. Raketen, Fahrzeuge, Raumanzüge, man stellt Astronauten und Kosmonauten vor. Und das ist ja ein echter touristischer Magnet und der soll jetzt noch erweitert werden. Und uns ist es gelungen, im Haushaltsausschuss des Bundestages zusätzlich 1,3 Millionen Euro dafür zu mobilisieren, damit der Erweiterungsbau stattfinden kann und die Ausstellung noch attraktiver wird.